Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Projekt Aura. Wir haben in der letzten Folge, hier hinten rechts seht ihr es, unsere Großküche komplett aufgebaut, damit wir dort einen konstanten Nachschub an Lebensmitteln haben und wollten uns diese Folge dann nebenbei mal mit diesen Corporations beschäftigen. Ich hatte letztens die Neo Industrial gebaut, habe dort schon die entsprechende Blaupause mir angeschafft. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt aus den Kryokammern entsprechend Personal bekommen. Wir können momentan aber erstmal nur 2 Stück einstellen, weil wir keinen Wohnraum zur Verfügung haben. Das heißt, wir klatschen hier mal eben einen Direktor dran. Haben noch irgendwo, ich glaube, ein Unitalent rumfliegen. Nee, ach Quatsch, das war unser Direktor selber. Wieso wird der... Ah, jetzt passt es. Der wurde nur etwas falsch angezeigt und brauchen jetzt hier 2, 4, 6, 8 Forscher. Und dann schauen wir mal, wenn wir einen finden, was wir dort machen können. Dort haben wir einen. So, mehr kann ich nicht holen im Moment. So, wir haben hier das Forschungsfenster, der Neocorp. Und gelbes Kerndokument wird durch Forschung zur Verfügung gestellt und erlaubt die Verbesserung von Industrietechnologie. Interessant. Sagt mir jetzt so noch nichts, aber dann lassen wir den doch einfach mal forschen. Okay, kleines Geräusch im Hintergrund. Und schauen wir, was dabei rauskommt. Der braucht jetzt 1067 Zyklen. Das heißt, wir werden jetzt mal eben ganz fix einen neuen Wohnblock bauen. Den werden wir hier auf dieser Wohnungsplattform setzen. Ich sagte ja schon letzte Mal, wir werden hier einfach einen Dreierblock neben klatschen, damit wir nicht 3 einzelne Direktoren reinnehmen müssen. Ich denke mal, dass sich das auf der Wiederverwertung Organik nicht negativ auswirkt, weil hier muss man jetzt wieder komplett 1, 2 einstellen. Und so kann ich eine Wiederverwertungseinheit nehmen. Und entsprechend dort nur einen noch einstellen. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Das heißt, wir machen mal hier Wohnblock. Es gibt schon eine Blaupause, die ist eine dreifache. Hier seht ihr die, ist aus einem früheren Spiel von mir. Hab auch schon ausreichend Material zusammen. Wie gesagt, das ist der Vorteil, wenn man sich selbst alles herstellt. Wir brauchen 755 Alpha-Plastik-Fertigungsteile und 150 Eisenbarren. Die haben wir hier und können jetzt, oh Wunder, das ganze Ding nicht hier raufsetzen, weil wir keinen Platz haben. Toll. Das geht da nicht hin. Warum nicht? Das ist doch doof. Das ist jetzt doof. Geht da eine Zweier hin? Ein Zweier könnte ich noch setzen. Ein Zweier sind 100 Arbeiter mehr. Dann setzen wir erstmal nur hier eine Zweier hin. Dann ist dieses Teilstück belegt. Und jetzt schaue ich mal. Das heißt, normalerweise habe ich jetzt hier, seht ihr, genau, einen Platz frei für Direktor. Dort kann ich noch rückgewinnen und rückgewinnen. Das heißt, ich spare mir die Direktoren ein. Und hab somit auch entsprechend die Wohnräume frei für die Arbeiter, die wir sonst... Moment, das ist der falsche. Erstmal suchen, 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 suchen. Wie heißt es? Wiederverwerten? Ich gucke lieber erst eben ins andere rein. Ich habe schon wieder vergessen. Wiederverwerter, das ist Abfallrückgewinnung. Okay, das heißt, wir werden uns jetzt 2 Abfallrückgewinnungen produzieren. Wiederverwerten ist es nicht. Wieso sehe ich das jetzt nicht? Organischer Abfall zurückgewinnen, da ist er. Da machen wir 2 Stück. Und los. So. Wie gesagt, jetzt brauche ich nur einen Direktor mir noch einstellen und habe dann gleich die Wohnblöcke bei der Wiederverwertung soweit ausgestattet, dass das dann auch von selber läuft. Und man muss halt nicht 5000 Leute nur für die Abfallverwertung wieder einstellen. Da reichen dann 2 und ein Direktor. Sprich, ich spare mir insgesamt einen Direktor ein. Na, haben wir keinen frei, Da kommt keiner dazu. Techniker, Forscher, Anlagenbediener. Wir müssen, Wiederverwerter müssen wir haben, ne?
Das heißt, ich kann schon mal gucken nach zwei Wiederverwerter. Da ist übrigens noch ein Forscher, den holen wir uns für die Corporation. Techniker, Pilot, Uni, Anlagenbediener. Haben wir nicht im Moment. Ich tausche mal einfach den Piloten gegen einen Direktor aus. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Direktor hinzu. So, den erwecken wir. Und schnapp mir den Techniker. Ich habe immer noch keine Medizinstation gebaut. Schnapp mir den Techniker und tausche ihn auch mal eben aus. Wie ihr seht, ich nehme auch wieder die kleinste Stufe. Die reicht auch erstmal gegen den Wiederverwerter. So. Nein. Das war falsch. Erwecken. So, dann haben wir hier die drei Jungs oder Mädels. Ach ne, den Forscher brauchten wir ja nicht. Den packen wir gleich woanders hin. So, den Direktor hier hin. Blaupause ist noch nicht fertig. Der bleibt hier und da kommt dann gleich noch ein zweiter dazu. Anlagenbediener wieder Forscher, Forscher, Forscher. Den holen wir uns schon mal. Wie gesagt, dann dauert das in der Corporation nicht 1000, sondern 500 oder was weiß ich wie viel Zyklen. Ist schon recht lange, aber mein Gott. Es ist ja auch kein Spiel, was hier ruckzuck laufen soll, sondern so, man soll sich das ja so langsam hier aufbauen. Forscher. Da dran. Yay, 500 nur noch. Kann man mal sehen. Zweiten Mann dabei, schon klappt das viel besser. Wieso hat er jetzt eigentlich so eine schlechte Moral? Ah, okay, da ist er. Moral plus 1, der hat Minus, weil der in der Kryokammer rumsitzt, beziehungsweise arbeitslos ist. Das schlägt natürlich immer aufs Gemüt, wenn man so gar nicht gebraucht wird. So, da haben wir einen Wiederverwerter und das ist noch, wieso habe ich denn einen Farmer? Tschüssen. Klatsch. Keine Ahnung, wie mir der jetzt dazwischen gerutscht ist. Egal. So, 400 Zyklen brauchen die noch. Wir werden nachher die Forscher noch dazu einstellen. Ich warte noch immer auf die Blaupause. 79%. Wie weit sind die eigentlich schon ausgebildet? Stufe 2. Ja, das ist klar. Ich habe noch nicht so viele Blaupausen produziert. Das dauert natürlich noch etwas. Kann jetzt aber schon mal gucken, gibt es hier noch einen Wiederverwerter? Nein. Anlagenbediener war... nein, 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 nein. Techniker brauchen wir auch nicht. Ich kann mal hier hinten gucken. Die Großküche braucht ja noch Anlagenbediener, sehe ich gerade. Dann holen wir uns den mal dazu. Den mal dazu. Das sind dann schon wieder drei Stück. Vier. Der wollte sich schon wieder verkrümeln. Master Techniker brauchen wir nicht. Dann stecken wir die Anlagenbediener mal hier rein. Das war der Wiederverwerter. 1, 2, 3. Und dort haben wir noch mehr. 1, 2, 3. Hä, wieso sind die ja jetzt rübergerutscht? Ach. Bin so blöd. So. Wollte gerade sagen. Dann klatschen wir den mal da dran. Das Unitalent ziehen wir rüber. Hier hinten hin. Wie gesagt, ich fülle die einfach von links nach rechts auf. Dann bleibt das etwas übersichtlicher für mich. Wenn man erstmal so ein System da drin hat, dann weiß man auch, okay, wenn ich noch welche brauche, dann muss ich von rechts nach links gucken. Alles andere ist dann schon voll ausgestattet. So, die haben jetzt keine Buchweizen mehr zum Mahlen. Dann gucken wir mal eben, ob es mittlerweile was anderes gibt. Wir hatten ja noch was bei den Forschern in Auftrag gegeben, dass die neue Samen oder Sämlinge produzieren. Die könnten jetzt hier Buchweizen noch wieder backen.
Aber dann lasse ich lieber die andere Küche. Gut, dann haben die hier mal eine Pause. Das macht nichts. Dort ist unsere erste Rückgewinnung fertig. Die können wir jetzt hier reinziehen. Zack. Quatsch, das war das Falsche. Ditte. Ditte brauchen wir. Das war übrigens Ressourcengewinnung Alpha. Ich weiß nicht, die könnte ich eigentlich verkaufen. Weil wir werden mit Sicherheit kein Alpha-Schiff mehr produzieren. Erstens haben wir zwei Stück davon und zweitens die Beta- und Gamma-Variante ist dann doch etwas effektiver. Kostet zwar mehr Rohstoff, aber ist ja egal, wir haben ja genug davon. Falls ihr es gemerkt habt, ich spiele übrigens nur noch in vierfacher Geschwindigkeit, weil die Rohstoffe jetzt so schnell hier reinkommen, dass es nicht mehr notwendig ist, so lange drauf zu warten. Na, geh weg. Wir haben mittlerweile reichlich Tomatensamen, beschädigte Buchweizensamen. Da sind die, glaube ich, noch mit zugange, ne? Ich schau mal eben. Nee, die bauen Sojabohnen. Wir haben aber noch 653 Samen. Das ist also ausreichend. Die produziert also ganz gut weiter. Und wir werden dann eventuell mal schauen, dass wir hier auf dieser rechten Plattform, die ihr jetzt hier seht, einen großen botanischen Garten hinbaut. Eventuell mit 4 Einheiten. Und eine separate Forschungsstation. Mal schauen, wie sich das realisieren lässt. Aber ich möchte jetzt ganz gerne erstmal schauen, dass die Neocorp hier fertig wird. 7% hat sie schon. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 5 Forscher. Die holen wir uns jetzt mal eiskalt dazu. Wir haben ja... Moment, wir haben ja noch nicht. Genau, das fehlt nämlich noch. Da warten wir eben noch, bis die Wiederverwertung fertig ist. Ihr solltet doch starten. So. Damit kriegen wir wieder organische Abfälle für Dünger. Dünger ist ja das Wichtigste. Das haben wir in der ersten Folge gleich gesehen. Mehr Mist aus Mist. So ein Blödsinn. Da muss ich doch hin. Läuft da schon längst. Sollten wir hier noch eine Blaupause produzieren? Ist ja richtig. Ha, bin schon ganz durcheinander. Hat er mir jetzt hier... Na, ist egal. 16 Zyklen. Okay. Das kriegen wir noch hin. Forscher. Wir brauchen Forscher. Da ist einer. Oh, super, das halbiert sich dann gleich mal eben fix. Nehmen wir auch die Junioren jetzt rein. Ist es ja erstmal egal. Wenn die durchgehend forschen, die brauchen ja keine Rohstoffe. Werden die ja schnell ausgebildet. Dann bin ich mal gespannt, diese Tech-Upgrades, wo ich die mit einsetzen kann. Unitalent Farmer brauchen wir gerade nicht. So. Queen Brock Shields, ne? Ja. Hier werden jetzt gleich 3 wieder ausgetauscht, das ist gut. Hier sieht man auch schon unten, ich weiß nicht, ob man es auf YouTube lesen kann, wie weit die immer ausgebildet werden. Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5. Das geht relativ zügig. Wieder Forscher. Ratzfatz geht das hier. Wir brauchen noch. Hatte ich den schon? Ne, wir brauchen noch einen Wiederverwerter, glaube ich, ne? Reserve haben wir keinen. Und dort fehlt einer noch. Das heißt, falls uns ein Wiederverwerter über den Weg läuft, nehmen wir uns den auch gleich sofort. Mediziner Farmer brauchen wir nicht. Na komm, springt schon raus. 2 Forscher brauchen wir noch. So, da ist jetzt gerade einer dabei gekommen. Na los. Wenn man darauf wartet, dann dauert es immer am längsten. Weil wenn ich hier komplett schon mit richtigen besetze, dann räume ich dann nicht weiter darum kümmern. Ah, da bin ich noch gespannt, was ich damit machen kann.
Gelbes Kerndokument. Ist das jetzt, weiß ich nicht, Kerndokument im Sinne von Energie? Wäre natürlich super, dann können wir unseren Generator aufwerten. Weil irgendwie muss man ja, wenn man sich das hier anguckt, die Plattform, ich mach das mal eben zu. Dort. Wenn man sich die Plattform hier anguckt, wenn man das alles noch erweitern will, und wir sind ja jetzt schon mit unserer, das ist Ring 1, Ring 2, Ring 3, Plattform 8, 7, also 2, 4, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 9, 18, 36 Plattformen, die man noch beiklatschen kann, also da ist noch einiges, was man damit Energie versorgen muss, und unser Schild muss ja auch dann erweitert werden. Das heißt, man kann das ja sehen. Also kann man bis zum Rand da hinten gehen. So. Ja, das ist das Schild von oben. Also wenn hier die Plattform noch drankommt. Wie müsste das dann sein? Hier mittig. Hier irgendwo müsste die dann hin. Ne, das ist ja dann eine oder zwei kommt da nur maximal hin. Und soweit reicht das Schutzschild ja gar nicht. Unser Schutzschild. Das wäre dann ja blöd. Also muss der Generator irgendwie aufgewertet werden. Ansonsten hängt man dann ja. Nee, das sollte nicht. Wie weit seid ihr? 85%. Das heißt, das haben wir auch gleich. Haben wir denn schon mittlerweile einen Wiederverwerter zur Verfügung? Pharma, Mediziner, Techniker, Wiederverwerter. Kaum sagt man schon, hat man. Den können wir schon mal hier hinpacken. Zack. Nahrungsmittel reichen immer noch für 6 Tage, ansonsten werden wir die Ressourcen von 2000 auf 2500 mal hoch aufstocken. Da haben wir einen Forscher, den können wir schon mal rüberziehen. Dann fehlt uns nur noch einer. Forscher. Genau. Na, komm rüber. 192. 168 sind es jetzt nur noch. Wir haben 2 Senioren. Naja, okay. Pharmaanlagenbediener, Techniker. Na komm schon. Ach komm, dann tauschen wir einfach mal den Farmer gegen den Forscher aus. Dann haben wir das fertig. Zack. Forscher. Rüber. 141 Zyklen. Bei 18% sind wir jetzt. Das dauert noch ein bisschen. So, wie sieht's aus? Da ist unsere Blaupause auch gerade passend fertig für die Abfallrückgewinnung, sodass wir unseren neu gebauten Wohnblock auch komplett mit drin haben. Den stellen wir auf unendliche Produktion. Nein, der braucht nicht melden. So, der produziert natürlich jetzt im Moment 0. Warum produzieren die 0? Wieso produzieren die 0? Weil die noch nicht rum sind, oder da steht 50? Wir haben 164 Einwohner, das heißt, da müssten 14 Stück drin wohnen. Ah, da, 14. Passt, genau. Und der würde auf 0 stehen, genau. Der fängt also erstmal effektiv an zu arbeiten, wenn wir mehr Einwohner haben, aber weil die Ausbildung ja fortschreitet, auch wenn er so arbeitet, ist er natürlich nachher effektiver. So, wir haben die Großküche noch nicht komplett fertig, ne? Denn uns fehlt jetzt noch 3, 4, 5, 6, 7 Anlagenbediener. Dann nehmen wir einfach gleich mal den hier rüber, zack. Haben wir gerade noch einen frei? Nö. Schmeißen diesen Anlagenbediener hier an den Universalplatz. Und dieses Unitalent ziehen wir hier rüber. So, das heißt hier noch 2, da noch 3. So, den anschließen. Gut.
Der ist am Produzieren, ist schon bei 24%. Das heißt, die brauchen wir momentan nicht erweitern, hier unsere Seegrasgeschichte, denn wir haben, wie ich gerade sehe, hier fehlt noch ein Anlagenbediener. Ja, leckt mich. Mediziner, Master Techniker. Da schmeißen wir mal den Programmierer raus und nehmen uns dafür einen Anlagenbediener. Das ist, Moment. Direktor, ich kann mir die Helme nicht merken. Nein. Handwerker, Anlagenbediener, da ist er. Kann man bitte austauschen. Ja, super, jetzt wurden die gerade alle weggeschmissen. Ja, hätten wir sparen können. Na, egal. Dieser Trade, jetzt haben wir genug. So, damit ist er nämlich auch komplett. Und unsere Seegrasanreicherung läuft auch ein bisschen runter. 10.000 Einheiten haben wir, 30.000 Wasser. Kann ich das Fenster eigentlich... Nee, kann ich nicht größer machen. Das heißt, hier unten runter ist noch mehr Krempel. Organischer Abfall ist ein bisschen wenig im Moment. Da müssen wir mal schauen. Aber wir mussten ja den einen Flieger einsetzen, um entsprechend Samen zu besorgen. Da gehe ich jetzt mal eben einmal durch. Wir hatten, glaube ich, Tomaten hatten wir reichlich, ne? $93,250, da ist nix. Ich nehme jetzt einfach mal das, wo am meisten von da ist. 306 Sorghum, kenne ich nicht, weiß ich nicht, was das ist. 700 Tomatensamen, ganz genau, die nehmen wir einfach jetzt mal mit rein. Und dann gibt es nachher lecker Tomaten zum Anpflanzen. Wir nehmen uns jetzt einfach Folgendes vor. Ah, schwierig. Ich würde sagen, wir bauen... ja, genau, wir bauen... Ups. Wir bauen einen großen botanischen Garten. Ohne Forschungseinheit. Das heißt, ich werde 4 Stück davon nebeneinander setzen. Ne, machen wir erstmal nur 2. Können wir zur Not wieder abreißen. Machen wir mal 2. Wir machen hier nachher nur Corporations hin, wenn wir die dann gebrauchen. Das heißt, wir werden diese Plattform uns jetzt mal eben erschließen. Ressourcen habe ich ja genug dafür, beziehungsweise ich brauche ja nur ein bisschen was einkaufen. 15k ist kein Thema. Bauen, ja. Und werden hier jetzt einen großen botanischen Garten hinsetzen. Um die Lebensmittelproduktion etwas besser anzukurbeln. Ich habe jetzt hier eine Blaupause, die hat 2 botanische Gärten, 2 Forschungsstationen und 4 4 Wartungseinheiten. Ich muss mal eben gucken, braucht der reine botanische Garten dann überhaupt Wartung? Jo, 50. Der braucht 50 Wartungspunkte pro. Die Technik macht 30 pro. Das heißt, wenn ich 15, 15, 3 Stück baue, brauche ich 150 Wartungseinheiten. 3, 6, 9, 12, dann brauche ich 4 Stück davon. Stimmt das? Kann man das so umrechnen? Also, der braucht 50, um zu starten. Ja, ich muss ja nur in der Zeit, wo der produziert, dann auch nur wieder nachproduzieren, also Wartungseinheiten. Und wenn ich sehe, der braucht hier 5, das ist nicht viel. Das heißt, die Forschung, die braucht nachher nur einen Techniker, dann können wir 4 Stück voneinander klatschen. Das reicht dann immer. Die brauchen 50, um zu starten, die produzieren 30. Und in 3,5 Zyklen ist der damit fertig. Der braucht 85 Zyklen.
Damit reicht ja eigentlich eine Einheit komplett aus. Nicht wirklich, ne? Weil ich komme jetzt gerade eben hinterher. Ah, schwierig. Wir machen mal eine neue Blaupause. Vorlage. Schauen dann mal, wie das überhaupt platzmäßig hinhaut. Eins, ja, geht schon gar nicht hin. Das passt schon gar nicht. Ja, geschissen. Ich kann nur zwei Stück maximal setzen. Weil ich mehr nicht da drauf kriege. Jetzt kann es natürlich sein, dass auf den äußeren Ringen dort mehr zu setzen sind. Das weiß ich noch nicht. Weil so weit habe ich noch nie gebaut. Ja, schade. Das heißt, wir können nur zwei setzen. Dann kommt hier... Machen wir dann die Forschung mit da rein oder nicht? Ja klar, sonst ist ja der Platz verschwendet. Ich schau mal, wie das dann aussieht. So, zwei Stück. Dann kann ich ja gleich diese Blaupause nehmen. Das sind zwei Forscher, vier Wartungseinheiten. Gut, bauen wir die. Fertig. Ressourcen kaufen, weil da habe ich jetzt keine Lust drauf zu warten. Dann schauen wir mal, wie groß die ist. Och. Ja, traumhaft. Passt natürlich wieder nicht. Die passt genau dazwischen. Fertig. So. Das heißt, wir machen Folgendes. Wir werden hier die Produktion auslaufen lassen. Wir werden die Forschung auslaufen lassen. Dann können wir das nämlich direkt rüberziehen, können den hier unten abreißen, bauen da eventuell mal gucken, vielleicht einen Hangar nochmal hin, hier so einen schönen großen. Und müssen jetzt also eine weitere Forschung bauen, einen Farmer bauen und drei Technik. Einheiten. Wir haben nur noch vier von den Speichereinheiten, die müssen wir also auch nachproduzieren. Und dann schauen wir mal, dass das nach und nach kommt. Anbauen ist das, ne? Genau, die soll jetzt einmal produziert werden. Und dann schauen wir mal, dass wir die nächsten hinterher bekommen. Wir müssen jetzt diese Technikeinheiten, diese Speichereinheiten haben. Da muss ich mal gucken, die konnten wir hier produzieren, ne? Genau, in der Produktion. Datenspeichereinheit. Wir haben auch mehr als reichlich Ressourcen dafür. Da machen wir mal 20 Stück. So. Und dann können wir nach und nach uns die Blaupausen immer wieder zusammenschustern. Hier wird fleißig recycelt. Wie weit ist unsere Corporation? 51%. Na gut, das dauert noch ein bisschen. Da werden wir in dieser Folge nicht mehr zukommen, denn wir sind schon bei 29 Minuten, sehe ich gerade auf dem Timer. Nice. So. Und dieser Block wird dann in der nächsten Folge langsam die Produktion aufnehmen. In Klammern hoffe ich. Dann werden wir, beziehungsweise ich schau mal eben, wir haben einen von den Alpha-Fliegern, haben wir ja für reine, genau, Pflanzensamenbeschaffung. Das heißt, wir können dann hier die beiden Forschungsstationen dauerhaft laufen lassen, hoffe ich mal. Ich schau mal eben in die, Karte, sag ich schon, in unseren Speicher. Ich komme nicht drauf. In unseren Speicher.
sage ich jetzt einfach. Da haben wir jetzt fast 1000 Tomatensamen als Beschädigte, 250 Buchweizen, die kommen ganz gut immer. Dünger haben wir mittlerweile 6000 auf Halde. Da müssen wir uns drum kümmern, dass dann nachher die Düngerproduktion eventuell noch ein bisschen angekurbelt wird, damit wir dort auch die zwei botanischen Gärten komplett laufen lassen können. Den ersten, den werden wir nachher abreißen und das nach außen verlagern, sodass eventuell das nachher so aussieht, nachher in Klammern, dass hier in dem inneren Ring nur Gebäude sind, Wohnkomplexe, eventuell eine Krankenstation werde ich setzen, wenn wir den botanischen Garten hier wegreißen. Ich schau mal eben, wie groß die überhaupt ist. Ich glaube, die war gar nicht so ganz groß. Eine medizinische Abteilung, dort ist sie. Die nimmt gar nicht so viel Platz weg. Die setzen wir einfach schon mal hier direkt dran, damit wir sie haben. Und werden dann in der nächsten Folge das entsprechende Personal einstellen, um es unsere Kolonisten auch gut gehen zu lassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei Projekt Aura. Ciao!